Hallo und willkommen zu einem neuen Messerreview von mir. Diesmal geht es um das Condor Nesmuk Knife. Ja, viele werden wohl Nesmuk kennen als Autor diverser Bücher und Schriften. Und in diesem Buch hier hat er das Messer genau beschrieben. Ich habe jetzt schon einige Reviews darüber gesehen und es wird öfters als Bushcraft-Messer beschrieben. Ich muss dazu sagen, das ist Quatsch. Natürlich lässt sich das auch zum Bushcraften benutzen. Dabei ist es eigentlich eher so eine Art Jagdmesser, um zum Beispiel das Fleisch zu zerteilen von Wild, das man erlegt hat, oder um Tiere zu häuten. Deshalb hat er hier so die Klinge so geformt. Die hat er, das Messer hat er selber erfunden oder designt. Das ist zum Beispiel, um hier wirklich Tiere zu häuten, ja, um wenig Fleisch an der Haut zu lassen. Von der Firma Condor in El Salvador hergestellt. Das sehen kann. Hat eine wirklich schweinescharfe Klinge. Ja, also ist man könnte meinen, es hätte einen Scandi-Schliff, aber es ist eigentlich eine konvexer Anschliff. Gucken wir, ob man das so sehen kann. Ja, jetzt, wie das Licht einfällt, guck mal, das über die Klinge drüber geht. Das ist ein konvexer Anschliff. So. Dazu gibt es übrigens etwas Einfaches zu merken. Was ist konvex, was ist konkav? Also konkav ist so, und also praktisch so, wie ein V hochgeht, und konvex ist rundlich. Und dazu habe ich einen Merkspruch. War das Mädchen brav, blieb der Bauch konkav. Hatte das Mädchen Sex, wurde der Bauch konvex. Das war ein Merkspruch aus dem Physikunterricht. Also, da hatte man in den 80ern doch noch andere Sprüche drauf. So, folgendermaßen, der Griff, weiß nicht, ob man das so sehen kann, das ist Walnuss. Und der ist bisschen asymmetrisch gemacht. Das heißt also, man kann daran erkennen, dass es Handarbeit ist. So, wenn man hier oben sehen kann, oder? Mal gucken. Ist diese Griffschale etwas niedriger als diese. Und man kann wirklich, also wenn man den Griff ein bisschen gegen das Licht hält, kann man sehen, dass das noch Hand gefertigt ist, also nicht mit der Maschine, irgendwie, da gibt es ja so Drechselmaschinen und sowas, die das herstellen. Da gab es mal ein sehr gutes Video von Dave Canterbury, wo man gezeigt hat bei Blind Horse Knives, wie die Messer herstellen. Aber man kann das wirklich, wenn man sich das Messer oder den Griff ein bisschen ansieht, das ist nicht perfekt gearbeitet. Macht aber auch einen gewissen Charme her, es hat ja vom das sehen kann. Hier. Da sieht man also wirklich, dass es handgemacht ist. Was für mich den Charme ausmacht, denn das Messer hat ja auch einen, wie soll ich sagen, einen historischen Hintergrund. Und ich zeige das mal. Das ist ein Buch hier von Nesmuk. Das hier vorgestellt, da. So. Ich halte das jetzt mal da so ein bisschen gegen. So. Ist natürlich so, wie man das hier, wie das hier aussieht. Weiß nicht. Für mich sah das eher aus wie so ein Hirschhorngriff. Und
nochmal zum Messer zurück. Westmuck hat es also selber designt. Die Firma Condor aus El Salvador hat das. Ist übrigens vom Ursprung her eine Firma aus Solingen. Die haben wohl damals, ich glaube so kurz vom Ersten Weltkrieg haben die in Südamerika ein paar von ihren Messerschmieden hingeschickt und haben dann auch welche von drüben nach Solingen geholt, um die hier in Deutschland zu schulen. Solingen ist übrigens eine potthessische Stadt, ich will es mal sagen, ich kenne es aus Berufswegen her. Und haben dann hier also in Deutschland die Messermacher geschult und dann wird er zurückgeschickt. Und also diese Firma hat praktisch im Prinzip vom fachmännischen Wissen und Können her über 100 Jahre Erfahrung im Messer machen. So, zurück zum Messer. Ich schweife immer wieder ein bisschen ab, tut mir leid. Hat hier Messingstifte für die Griffschalen an der Klinge zu befestigen. Das ist auch ein Full-Tang-Messer. Man sieht auch, dass es per Hand geschliffen wurde. Ob man da so ein Video sehen kann. Also das ist wirklich erkennbar. Und hier das Oberflächenfinish, das so matt oder Satin, könnte man sagen. Dann warten wir mal zum obligatorischen Messen schreiten. So, Klingendicke liegt bei 2,72 mm. Kann ich schlecht sehen. Ich messe jetzt mal den Durchmesser hier einfach so. Die Klingenlänge liegt bei 9,5. Der Griff bei 12,5 oder bei 22 cm. Ich schätze die Struktur. Das ist 1075er Kohlenstoffstahl. Also muss man aufpassen, der rostet. Da muss man sich also ein bisschen drum bemühen. Da will ich auch nochmal ein kleines Video drüber drehen. Ich hatte mal eins zu Hause gedreht, das ist dann ziemlich verunglückt. Da konnte man kaum was drauf erkennen. So, zur Scheide. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt hier mal das andere Condor-Messer geholt, das Buschloch, wie ich auch schon vorgestellt habe. Man sieht also schon vom Stahl her, dass es aus der gleichen Messerschmiede ist. Aber es geht mir um die Scheide. Die ist genau identisch mit der von dem Buschler. Ist auch handgefertigt, was man sehen kann. Ja, finde ich ein bisschen sehen kann. Auch wieder eingestanzt oder eingebrannt fast. Das Logo von. Mal gucken, wie man das so sehen kann. Das Logo von Condor. So, ob man das hören kann. Der Kater ist zu mir rumrasten. Ich schalte mal auf. Was der für Halluzinationen hat. Zum Messer. Und es ist ja nicht so, als wenn ich was vergessen hätte. Augenblick.
Messer an sich wiegt 161 Gramm und mit der Scheide 234 Gramm. Man kann gucken, welchen Unterschied das hier mit dem Condor Buschlau macht. 155, 221. Ich hatte mir das damals eigentlich gekauft, nicht um es zum Bushcraften zu benutzen, oder weil ich ein Jäger wäre. Und es hatte den historischen Hintergrund mit dem Nessmuk. Na, mal gucken, vielleicht kriege ich ja mal Wind an Land und werde dann mal das Messer richtig testen. Ich habe die Kamera mehr mit. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertungen, Kommentare werden selbstverständlich gerne gesehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!